Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte kürzlich mit dem Dr. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar ein Interview führen, wo es darum geht, was für lebensverlängernde oder von der Qualität her lebensqualitätssteigernde Maßnahmen kann man ergreifen, um auch im hohen Alter noch fit zu sein. Und es ist ganz erstaunlich, dass es da ganz harte Fakten gibt, Studien gibt, die das auch ganz klar belegen im Bereich von Selen und Q10. Selen haben wir gut dokumentiert. Bitte schauen Sie sich einfach diese Sendung nochmal an. Titel Selen auf YouTube. Aber heute möchten wir nochmals tiefer reintauchen in dieses Thema und das Q10 nochmals ganz genau besprechen. Deshalb ist mein Gast auch heute wieder da, lieber Volker. Ganz herzlich willkommen hier im Studio. Sehr gerne. Ja, dann tauchen wir in dieses Q10 rein. Ich kenne ja Q10 nur als ein Coenzym, das mitverantwortlich ist, dass die Mitochondrien Energie produzieren. Stimmt das? Ganz genau. Gut. Hat auch eine antioxidative Wirkung, hat auch eine antientzündliche Wirkung, aber die Hauptwirkung ist wirklich für die Energiebildung in der Atmungskette in den Mitochondrien. Hat man hier so die wichtigsten Punkte zum Q10 mal so, ich habe jetzt mal Steckbrief genannt, in einem Steckbrief zusammengefasst. Beim Q10 gibt es so einige Synonyme, ja. Also es gibt das Coenzym Q10, ist eigentlich der richtige offizielle Name, wird halt mit Q10 abgekürzt. Manchmal wird es auch als Ubiquinon bezeichnet, mit CH, manchmal mit Q geschrieben, Ubiquinon, das ist alles genau das Gleiche. Manchmal findet man auf der Packung auch Ubiquinol. Wenn da Ubiquinol draufsteht, dann ist es das reduzierte Q10 und das andere wäre quasi das oxidierte. Das sind dann nochmal ganz, ganz minimale Unterschiede. Manche schwören darauf, nur das Ubiquinol zu nehmen. Es ist angeblich das Bessere. Richtig knallharte klinische Studien, die jetzt wirklich Unterschiede dazu ergeben haben, sind mir bisher nicht bekannt. Also beide sind gut, ich arbeite mit beiden gern. Also für mich ist es bisher nicht bewiesen, dass das eine jetzt so schrecklich viel besser ist als das andere. Man macht mit beiden sicherlich nichts verkehrt. Ja. Es gibt keine offizielle Zufuhrempfehlung, da es nicht essentiell ist und es ist nicht essentiell, weil wir es selber bilden können. Theoretisch. Ich finde aber trotzdem viele Menschen mit ganz großen Mangelzuständen. Also viele, die eben Entzündungskrankheiten haben, haben furchtbar tiefe Werte. Und viele, die sehr unter Anstrengungen leiden, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber die ein körperlich anstrengendes Leben führen, wie Sportler zum Beispiel, haben auch oft erschreckend tiefe Werte. Also ich habe ein paar Sportler und die haben Q10-Werte, dass ich mich wundere, wie die überhaupt über den Sportplatz laufen können. Ja, die könnten alle viel besser sein mit diesem natürlichen Dopingmittel, stehen nicht auf der Dopingliste, wenn die optimal mit Q10 ausgestattet wären. Aber die Sportmediziner scheinen das nicht zu messen. Das ist die reine Katastrophe. Ja. Und psychische Belastung habe ich auch den Eindruck, dass das auch zu einem Selenmangel führen kann. Zum Selen, jetzt sind wir bei Q10. Entschuldigung, zum Q10. Q10, nee, das gilt alles zum Q10, was ich ihm gesagt habe. Ja, ich glaube auch, dass die Psyche frisst halt wahnsinnig, oder? Ein Druck auf der Psyche frisst Energie ohne Ende. Ja. So, was sollten wir nun so zu uns nehmen? So 30 bis 100 Milligramm im Alltagsgebrauch macht man nichts verkehrt für die Energie. Bei einigen Krankheiten... Ich glaube, zugelassen in der Schweiz sind nur 50 Milligramm pro Tag, glaube ich gerade. Außer der Arzt verschreibt es natürlich, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Es gibt eigentlich keine obere Grenze. Also es sind Versuche gemacht worden, da hat man Leuten über längere Zeit mehrere Gramm gegeben und es ist gar nichts passiert. Okay, mehrere Gramm ist es wirklich kaum zu bezahlen, weil das ist nicht ganz billig. Also ein paar hundert Milligramm, das wäre schon recht teuer. Aber ich kenne keine Überdosierungsgrenze. Mag sein, dass die Schweiz da wieder ein bisschen sehr streng ist, ja. Aber Q10 ist auch frei verkäuflich und man kann damit nichts verkehrt machen, wenn ich 100 oder wenn ich auch mal 200 Milligramm oder 300 nehme. Da hätte ich persönlich überhaupt keine Bedenken. Trotzdem für unsere Schweizer Zuschauer gilt 50 Milligramm oder mit Absprache bitte mit Ihrem Arzt. Okay, ich habe das Q10 jetzt mal so Energievitaminoid genannt. Also Vitaminoid, weil es eben eine vitaminähnliche Substanz ist, kein Vitamin, weil wir es eben selber bilden können. Und Hauptsache eben Energie. D
die schon angesprochene Atmungskette in den Mitochondrien. Nur dort kann Sauerstoff verbrannt werden. Nur dort können wir über Sauerstoffverbrennung Energie gewinnen. Und da brauchen wir viele Stoffe. Wir brauchen Magnesium, wir brauchen B-Vitamine. Aber die allerbeiden wichtigsten sind das Eisen und das Q10. Und sehr viele Erschöpfte haben entweder Eisen- oder Q10-Mangel oder sogar beides. Mhm. Und dann muss ich das eben beides geben, damit die wieder in ihre normale Energie-Range kommen. Bin ich jetzt auch wieder gespannt, wie das bei meinen Damen ist, ob da der Q10 überhaupt je gemessen wurde. Ja, muss man gucken. Ja, wenn Eisenmangel besteht. Ja, also ich messe es auch nicht bei jedem, aber wenn jemand Entzündungskrankheit hat oder wenn jemand Überschöpfung klagt, dann ist es bei mir immer mit auf der Agenda. Mhm. Ja, auch nochmal so die Inhaltsstoffe, also Fleisch hat Q10, Fisch, besonders die Sardine, Olivenöl, naturbelassenes Olivenöl, Avocado, aber wir kommen damit gerade mal auf ein paar Milligramm. Also da versuchen jetzt mit Q10-reichen Lebensmitteln, da die Q10-Versorgung zu verbessern, wird man nicht schaffen. Ja? Mhm. Ubi heißt übrigens überall, also Q10 kommt überall vor. Ubiquinone gibt es in allen lebenden Organismen, vom Pilz, vom kleinsten Mikroorganismus bis hin zum Säugetier, bis hin zum Mensch, Ubi überall. Diese Stoffe sind sehr früh in der Evolutionsgeschichte entdeckt worden, ja, und kommen überall vor. Das ist absolut lebensnotwendig für uns, also absolut essentiell, Klammer auf, eben formal nicht essentiell, weil wir es selber bilden können, theoretisch. Also alles, was lebt, muss ja eigentlich Energie produzieren und dazu braucht es dieses Q10. Ja, ganz genau. Mhm. Und selbst die Pflanzen, also die haben ja nun keine Atmungskette, die bräuchten es für die Mitochondrien ja nicht, ja, brauchen aber trotzdem Q10. Mhm. Normal, hier so der normale Spiegel im Serum 0,8 bis 1,4. Bei bestimmten Erkrankungen, komme ich später noch drauf, strebe ich auch Werte über 3 Milligramm an. Mhm. Sage ich später noch was dazu. Okay, hier nochmal die Funktion. Also beim Diabetiker wird eine verbesserte Glukosetoleranz erreicht. Er kann also besser mit Kohlenhydraten umgehen. Die Nierenfunktion wird verbessert. Entzündung bei der nicht alkoholischen Fettleber wird verbessert. Energieproduktion hat man eben schon, Antioxidation, Antiinflammation habe ich auch erwähnt. Und es gibt eben Studien, die belegen, dass bei älteren Menschen oder bei Menschen mit KHK die Sterblichkeit um etwa die Hälfte vermindert wird. Halbiert, das ist unglaublich. In dem Selen-Interview habe ich ja eine Studie da etwas ausführlicher erwähnt. Ich wollte das eben hier nicht nochmal jetzt breitreten. Also wer das nochmal nachlesen möchte oder nachhören möchte mit dieser Q10-Selen-Studie, bitte das Selen-Interview nochmal anhören, eine wirklich Mega-Studie, wo ich jetzt noch ganz begeistert bin. Aber hier auch mal eine Q10-Studie, damit eben ich das beweisen kann, was ich eben da so vollmundig behauptet habe. Also hier hat man mal über 400 Patienten mit Herzschwäche genommen und denen hat man dann einfach 2 Jahre lang 300 Milligramm Q10 gegeben. Also das ist schon eine hohe Dosis. Und da hat man gesehen, größere Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod sind in der Q10-Gruppe deutlich geringer aufgetreten. Also in der Placebo-Gruppe waren das 26%. Also muss man sich überlegen, das war wirklich eine Hochrisikogruppe. Ein Viertel all dieser Patienten haben in einem kurzen Zeitraum von nur 2 Jahren Schlaganfall, Herzinfarkt oder Tod. Das ist verdammt viel. So, was war in dieser extremen Hochrisikogruppe nun unter dem Q10 passiert? Nur 15%. Nahezu halbiert. Also allein nach dieser einen Studie müsste eigentlich jeder Kardiologe seinen Herzpatienten doch Q10 geben, oder? Immer noch nicht. Also ich kenne keinen. Es mag einige geben, ich kenne leider keinen. Warum wird es nicht gegeben? Es steht nicht in den Leitlinien drin. Warum steht es nicht in den Leitlinien drin? Weil die Professoren an den Unis keine Studien dazu machen. Warum machen die keine Studien? Ich meine, es gibt ja einige Studien, aber es sind sehr, sehr wenige. Weil die Pharmazie hat das nicht finanziert, oder? Es gibt 4.000 Statinstudien. 4.000. Gut, aber der Markt an Statinen ist weltweit auch 40 Milliarden US-Dollar schwer. Mhm. Ja, da macht man Studien, da kann man richtig Geld damit verdienen. Klar, verstehe. Ich bin überhaupt erstaunt, dass es überhaupt einige Q10 und Selen und Vitamin D und Omega-3-Studien gibt, ja.
aber leider viel zu wenige, weil das ist wirtschaftlich, gibt es keine Anreize dafür. Mhm. Und wenn das eben zu wenig machen, kommt es nicht in die Leitlinien rein und diese lebenserhaltenden, wichtigen Informationen werden uns vorenthalten. Aber eben, wer soll es auch verbreiten? Denn die Pharmazie ist nicht verantwortlich dafür, dass die sich dann sagt, ich nehme das Produkt und verbreite es, weil es wichtig ist und ein großer Markt ist und ich mich refinanzieren kann, ist logisch. Aber warum sollten sie viel Geld ins Marketing geben und sagen, bitte jeder Kardiologe soll bitte Q10 verschreiben, wieso? Das ist nicht deren Aufgabe, aber wessen Aufgabe ist es denn? Ja, man könnte ja sagen, dass die Q10 herstellende Pharma, ist ja auch eine Pharmaindustrie, dass die Werbung dafür machen. Das Problem ist aber, die Gewinnspannen sind viel zu gering. Ja. Aber ist es nicht eigentlich eine Geschichte, die das Robert-Koch-Institut oder das BAG eigentlich auf die oberste Fahne schreiben müsste? Weil hier geht es ja um Gesundheitsprävention, hier geht es ja um ganz entscheidende, lebenserhaltende Maßnahmen, wo wir ja jetzt kennen, dass man ja sehr schnell reagiert auf veränderte Situationen. Da muss ich doch sagen, das müsste doch hier von Gesetzeswerken geregelt sein. Müsste, ja. Hätte, Fahrradkette. Das ist ja ein schönes Zitat. Ich sage immer, das RKI und das BAG sind eben nur so gut wie ihre Berater. Und die Berater sind wieder von der Pharmazie. Naja, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Berater aussuchen, aber es sind natürlich Leute, die dann ein gewisses Renommee haben, die auf den großen Kongressen auftreten, die Professuren haben, die eben von der Pharmaindustrie ja auch bezahlt werden. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass sie bezahlt werden, um was Schlechtes über Q10 oder Vitamin D zu sagen. Sie haben es nur nicht selber auf ihrer Agenda. Verstehe ich auch, ja. Ja, das ist das Problem. Und das andere Problem ist auch noch so ein bisschen mentales Problem, was da Wissenschaftler oder Ärzte auch haben. Wie so ein ganz einfacher Naturstoff wie Q10 oder Vitamin D oder Selen oder Omega-3, dass die solche Effekte haben, die ja viel besser sind als die richtigen synthetischen pharmakologischen Medikamente, das kann die, glaube ich, sich nicht vorstellen. Ja? Ich investiere hunderte Millionen Euro oder Franken oder Dollar in neue Präparate und die haben eine Verbesserung der Lebenserwartung von 5%. Und ich habe Naturstoffe, die ziemlich preiswert sind und ich habe Verbesserung der Überlebensrate von 50%. Ich glaube, die glauben gar nicht daran. Es gibt die Studien dazu, aber sie können es eigentlich nicht fassen. Das ist so, weil ich kann es mir sonst nicht anders Problem, weil du hast völlig recht, ja. Jeder müsste es ja sofort empfehlen. Die Daten sind ja so klar, das müsste jeder auf der Agenda haben, aber es gibt keine wirtschaftlichen Anreize dafür, das zu propagieren. Das ist das Problem. Ich sage immer, wenn diese Präparate patentierbar wären, dann läuft das Unternehmen hätte 10 Jahre oder ich weiß nicht wie lange einen Patentschutz und könnte da das für 10 Euro oder Franken am Tag verkaufen, dann würde das jeder empfehlen. Klar. Dann würde das sofort verschrieben. Dann wäre es vermutlich sogar kassenfähig bei Herzpatienten. Aber das alles ist es leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Und der Verbraucher, der Kunde, der Patient hat eben die Aufgabe der Selbstverantwortung. Er kann sich informieren. Okay, im Internet gibt es auch teilweise sehr schlechte Quellen, ja. Aber es gibt auch gute Quellen, belegte Quellen. Und wenn er sagt, ja, das überzeugt mich jetzt, steht es ihm ja frei, jederzeit so etwas selbst zu machen. Ja, da hast du schon richtig gesagt. Wir sind selbstverantwortlich für unsere Gesundheit. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich dieses Image ein bisschen gewandelt, dass eigentlich der Arzt oder die Pharmazie verantwortlich sei für unsere Gesundheit. Und das ist einfach nicht richtig. Ja, ja, wenn ich einen Beinbruch oder einen akuten Herzinfarkt habe oder eine Krebsoperation vor mir habe, dann sehe ich das ganz genauso. Mhm. Aber bei all diesen chronischen Erkrankungen, die komplex sind, wo es nicht um eine Ursache geht, sondern wo es um die Ernährung geht und die Bewegung und das Mentale und bestimmte Nährstoffe, da hat die Schulmedizin ihre Schwächen. Sie ist ganz stark bei intensivmedizinischen Maßnahmen, bei akuten Krankheitszuständen, möchte ich nach wie vor nicht auf sie verzichten. Aber bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder Herzinsuffizienz würde ich mich nicht nur alleine auf die Schulmedizin verlassen. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, das zu kombinieren. Ja. Also wenn ein Herzpatient seine Herzmedikamente nehme, würde ich ihm die niemals wegnehmen wollen. Aber ich kann doch noch was obendrauf nehmen. Und das beißt sich nicht, das ergänzt sich sogar. Genau, danke. Okay, haben wir jetzt so ein bisschen abgeschweift, so ein bisschen allgemein. Aber das passt ja auch sehr gut dazu. So, was wissen wir noch über Q10? Was macht es denn?
es verbessert die totale antioxidative Kapazität, also wie wir selber mit oxidativem Stress umgehen können, messbar, im Labor nachweisbar. Es verbessert antioxidative Enzyme wie die Glutathionperoxidase, die Katalase oder auch die Glutathion-5-Transferase oder Superoxid-Dismutase. Also ich will die Zuschauer da jetzt nicht mit diesen Begriffen überfordern. Antioxidative Enzymsysteme, das ist das Stichwort, was wir uns merken müssen, wird unter Q10 gestärkt und entlastet. Und sogar Leberenzyme und Gallenenzyme wie GOT, GPT, AP sind in Studien nachweisbar besser geworden. Das heißt auch für Leute, die so ins Burnout reinrutschen oder depressionsgeplagte Menschen, müsste ja das auch besser sein. Ja, erstmal viele Burnout-Patienten haben ja im Q10-Mangel, darum sind sie im Burnout gekommen. Nicht alle, aber viele. Und wir haben ja in dem Leber-Interview auch schon gesehen, Erschöpfung ist der Schmerz der Leber. Und interessanterweise greift eben auch hier Q10 an. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass die Fettleber ja auch eher zu Entzündungsprozessen neigt. Über eine Entzündung entwickelt sich ja die Fettleber weiter zu einer fibrotischen Leber, zu einer bindegewebig umgebauten Leber. Dazu bedarf es aber der Entzündung. Wenn ich die Entzündung aber mit Q10 und anderen Stoffen Einhalt gebieten kann, kann ich damit natürlich auch die Leber verbessern. Mein Gott, wenn ich mir nur die Hälfte merken könnte von dem, was du heute alles sagst. Ja, nochmal, es kommt bald ein Video, das kannst du dir nochmal angucken. Gut, danke. Also auch zweimal zu Not. Ja, gut. Ich weiß, es kommt jetzt einfach viel an Informationen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich einfach so viel bringe, aber ich bin einfach so begeistert, dass die Wissenschaft schon viel darüber weiß, aber das geht eben nicht an die Ärzte über. Ja? Das steht nicht so in den allgemeinen Ärztezeitungen. Ja? Ich habe das rausgegraben und viele, die sich damit befassen, mit dieser orthomolekularen Therapie, wissen das auch. Aber es wissen eben viel zu wenige und es kommt viel zu schlecht an die Bevölkerung ran. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig sein sollte, dass sie zumindest mal gehört haben, ja, wir haben eine Grundlage. Wir wissen genau, über welche Mechanismen das funktioniert. Und das sind so die Indikationen, die ich habe. Also jede Erschöpfung, die mit Q10-Mangel einhergeht, würde ich es machen. Jeder, der Statine, also diese Fettsenker nimmt, messe ich den Q10-Spiegel, weil die Statine blockieren nicht nur die Cholesterinsynthese, sondern auch die Q10-Synthese. Toll. Also nicht alle. Ich habe auch Statinpatienten, die gute Q10-Werte haben, aber so schätzungsweise 70% sind im Mangel. Aber dann kriegen sie ja wirklich, sie kriegen ein Medikament und nachher sind sie eigentlich erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter. Sie kommen in die Erschöpfung und wir wissen heute auch, das Diabetesrisiko, vermutlich auch über Q10-Mangel, das Diabetesrisiko ist bei Statinpatienten über 20% erhöht. Hm. Ist alles bekannt. Wahrscheinlich könnten wir das mit Q10 verhindern. Aber es wird nicht gemessen von den Kardiologen, es wird nicht gegeben. In Japan gibt es Statinpräparate, das Q10 automatisch mit drin. Das ist ein sehr guter Gedanke. Also wenn überhaupt schon Statine, meine, sehr viele bräuchten überhaupt keine Statine, das ist für mich völlig übertherapiert, aber wenn ich schon Statine nehme, dann ein Q10 mit dazu, mindestens dann, wenn ich ihnen einen Mangel nachgewiesen habe. Bei jeder Herzmuskelschwäche würde ich es messen oder geben. Bei neurologischen Erkrankungen wie Demenz, wie MS, wie Parkinson, messe ich es, will aber nicht nur den oberen Normwert haben, ich will das 2- bis 3-fache der oberen Normgrenze haben. Die will ich wirklich mit Q10 zuschütten. Warum? Wir haben vorhin schon über die Mitochondrien gesprochen, unsere Kraftwerke der Zelle, die unbedingt Q10 brauchen. Welche Zelle in unserem Körper hat die meisten Mitochondrien? Wenn ich das meine Patienten frage, dann sagen die meisten, ach, die Muskeln, ja, und besonders der Herzmuskel. Und das ist auch völlig richtig, die haben unglaublich viele Mitochondrien, mehrere hundert bis tausend in einer einzigen Zelle. Aber die Nervenzellen, die haben noch mehr. Warum ist das so? Wo wird unsere Energie verbraucht? Unsere Gehirnmasse macht 2% unseres Körpergewichtes aus, aber macht 20% des Energieverbrauchs aus. Das ist unsere Computerzentrale, da geht die Energie hin. Und wenn ich da nicht gute Mitochondrien habe und ich habe keine guten Mitochondrien, wenn mir Eisen und B-Vitamine und vor allem Q10 fehlt, na, dann brennt die Lampe halt nicht so hell. Ist doch eigentlich ganz einfach. Und darum möchte ich bei all diesen neurologischen Erkrankungen eine super gute Versorgung mit Q10 haben.
Und wenn du das machst bei jemandem, der schon ein paar wirklich leidet an diesen Problemen, dann hast du diese Erfolgstendenzen auch schon richtig mitverfolgen können. Dass ich zumindest damit beitrage, dass der Krankheitsverlauf sich abschwächt und abbremst und möglicherweise zum Stillstand kommt. Ja. Also mache ich natürlich nicht nur Q10 alleine, Vitamin D, Omega gehört auch immer mit dazu. Ja? Aber da kann man teilweise sehr schöne Erfolge erzielen. In ganz seltenen Fällen kann es sogar auch mal besser werden. Okay, jetzt kommt hier nochmal so ein ganz schönes Bild, ja, ein kleines Würmchen. Und das ist, die Biologen unter den Zuschauern werden es längst erraten haben, das ist, ich muss jetzt selber gucken, der Cenorhabditis elegans. Also elegans, weil er eben so elegant ist. Und mit dem hat man mal Versuche gemacht. Man hat ihm also Q10 gegeben und wollte mal gucken, ob der damit länger lebt. So, und das ist dabei rausgekommen. Also die linke Linie, das ist die unbehandelte Gruppe, und die beiden rechten, das sind die mit Q10, mit einer etwas geringeren und mit einer höheren Dosis, und die sind fast deckungsgleich. Also die mit der höheren Dosis sind ein ganz klein bisschen besser noch, aber das ist nicht sehr deutlich. Mhm. Aber die heben sich doch deutlich ab von der Linie mit den hellen Kreisen. Okay, dieser arme Eleganzwurm, der wird halt nur etwa 20 Tage alt, aber mit Q10 wird er doch etwa so 2-3 Tage länger leben, und das sind immerhin 10-15%, finde ich jetzt nicht so wenig. Mhm. Okay, ist immer die Frage, wie können wir Tierversuche denn auf Menschen übertragen, aber auch die brauchen Q10 und der Mensch braucht auch Q10. Zumindest als Hinweis, dass man damit länger leben könnte, finde ich das schon sehr, sehr beachtlich. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, ich messe es immer. Bei Erschöpfung oder so reicht mir ein Wert im oberen Normbereich aus. Wie gesagt, neurologische Erkrankungen nochmals viel, viel höher. Das ist so ein Ubiquinol-Präparat, sehr hoch, 150 Milligramm ist schon eine super gute Dosis. Die Zellenergie mag ich auch sehr gern. Da ist nochmal B-Vitamine und NADH und Alpha-Liponsäure. Da sind nochmal viele andere Stoffe drin, die auch für die Mitochondrien sehr bedeutsam sind. Und damit bin ich auch schon am Ende des Vortrags angelangt. Hier nochmal mit Newsletter und meiner Homepage-Adresse. Und / meine Empfehlung, kann man meine Bücher auch nochmal als Leseprobe nachlesen. Und damit hoffe ich jetzt nicht, dich und auch die Zuschauer zu stark erschöpft zu haben. Nein, nein. Ich hoffe, wir sind alle gut mit Q10 ausgestattet und haben dem gut, gut folgen können. Ich dachte noch, nach dieser Wurmstudio käme noch eine Studie mit Mäusen, wo man das mit Q10 auch gemacht hat. Und da waren doch auch beeindruckende lebensverlängernde Zahlen da. Oder verwechsle ich jetzt da gerade was? Nee, das war irgendwann anders. Das waren andere Mäuse. Ne? Wir hatten das noch im Kaffee oder irgendwo in einer Studie mit Mäusen gesehen. Das war dann irgendwo anders. Das wird noch kommen in einem der weiteren Teile. Also, fassen wir zusammen. Selen, Sendung anschauen, Selen zu supplementieren oder eben zu messen und einen richtigen Wert einzustellen, ist extrem wichtig. Das scheint perfekte Studienergebnisse zu geben, die eigentlich den Annahme gibt, dass man das wirklich machen muss. Also es ist keine Annahme mehr, es sind Fakten. Q10 hast du auch heute wieder wunderbar gezeigt, das zu supplementieren, sehr, sehr wichtig. Q10 ist ja ein Coenzym. Ich höre aber auch immer von NADH als Coenzym, wo auch Energie produziert. Gibt es da noch irgendwie, kann man nicht sagen, das oder immer beides oder wirklich bleiben wir beim Q10? Nein, wir brauchen einfach beide. NADH wirkt auch in der Atmungskette der Mitochondrien, das ist dafür auch wichtig. Ich habe bisher, muss ich sagen, wenig mit NADH gearbeitet, kenne da jetzt im Einzelnen auch keine guten Studien dazu, aber dieses eine eben erwähnte Kombinationspräparat, da ist es eben auch mit drin. Da bin ich also ganz, ich bin eigentlich nicht der Freund von den Kombinationspräparaten, also dass jemand alle Vitamine und alle Nährstoffe in einer kleinen Dosierung hat, das ist meistens nicht ausreichend, wenn ein Mangel an irgendetwas da ist, aber wenn ich es jetzt speziell für die Energie tun möchte, und ich will da jetzt nicht NADH und Q10 und Alpha-Liponsäure und B-Vitamine alle einzeln geben, dann kann so eine sinnvolle Kombination mal sehr gut sein. Weißt du, was mich ein bisschen aufstößt, ist, was soll ich denn noch alles schlucken jeden Tag? Und ich meine, klar, wir möchten alle gesund alt werden, wir möchten wirklich nicht irgendwo einen Mangel kriegen, aber du kannst ja nicht jeden Tag 20 Präparate schlucken, das geht doch nicht. Ja, das muss ja vielleicht auch nicht jeder. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt wirklich
gut ernährt, also jetzt keine Durchschnittskost, sondern wirklich eine vegetarisch orientierte Ernährung, wo einmal in der Woche Fisch mit dabei ist und wo man beachtet, dass man möglichst viel biologische Lebensmittel zu sich nimmt und viel Sport macht und eine gute Geisteshaltung hat, dann muss wirklich nicht jeder alles nehmen. Also Vitamin D und Omega-3, das kriege ich einfach mit der normalen, auch mit der guten Nahrung, kann ich da nicht die optimalen Werte haben. Das nehme ich halt zum Beispiel auch regelmäßig, das nehme ich immer ein. Jetzt bei Corona habe ich zusätzlich noch Zink und Selen und Vitamin A genommen. Ja, da hat mir das nicht ausgereicht. Aber wenn ich bestimmte Krankheiten habe, wo eben bestimmte Stoffe nochmal im Mangel sind, oder bestimmte Krankheiten, wo ich weiß, dass die unterstützend hilfreich sein können, ja, dann nehme ich halt auch nochmal ein drittes oder viertes mit ein. Bevor ich da leide und die Krankheit wird schlechter, dann ist doch das für mich dann immer noch das kleinere Übel. Jetzt ist es ja so, dass ja eigentlich nur die Ganzheitsmedizin oder die Orthomolekularmedizin eigentlich solche Sachen auch alles misst oder auch deuten kann. Was empfiehlst du unseren Zuschauern? Ab wie vielen Jahren sollte man wirklich mal einfach so einen Spiegel machen von diesen Mineralien und zu prüfen, wo wirklich irgendein Defizit besteht? Das Beste, der beste Zeitpunkt wäre im Alter von minus 9 Monaten. Das ist jetzt kein also Witz. Bei der Mutter schon. Ja. Die Mutter sollte eigentlich zum Zeitpunkt der Zeugung schon mit den wichtigsten Dingen gut ausgestattet sein. Also sie sollte schon mal einen Spiegel machen und allenfalls das ergänzen, was fehlt. Also Vitamin D, Folsäure, Vitamin B12, Jod, Magnesium, Vitamin D, natürlich Omega. Also wenn Frauen zu mir kommen und sagen, ich möchte schwanger werden oder man hat bei mir jetzt gerade eine Schwangerschaft festgestellt, dann messe ich diese Stoffe und davon werden einige völlig in Ordnung sein und einige werden aber nicht in Ordnung sein. Und dann fange ich an und dann gebe ich der Mutter und dem Kind schon mal einfach eine gute Startvorlage. Und nicht jeder muss jedes Jahr alle Nährstoffe messen. Ja, aber mal zum Check-up, alle 3 Jahre mal so eine Nährstoffanalyse und wie gesagt, Vitamin D und Q10 hat keine optimale Werte. Wenn ich die dann einmal eingestellt habe und messe dann wieder nach 3 Jahren nach, also nach 3 Monaten, ob die Dosen stimmen, dann nochmal nach 3 Jahren, dann macht doch keiner etwas verkehrt. So eine sehr umfassende Nährstoffanalyse bin ich im dreistelligen Bereich, vielleicht 300, 400 Euro oder Franken mit dabei. Was kostet ein Auto-Check-up, den ich jedes Jahr mache? Für ein VW oder für ein BMW, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also da sind wir doch jederzeit bereit, ein paar hundert auszugeben, aber für unseren Körper nicht, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, super gesagt. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Professor Petschner, der hat mir gesagt, wir sparen kein Geld, wenn wir die ersten 50 Jahre nichts in die Gesundheit investieren. Es kommt alles, die dicke Post kommt danach. Also lieber immer ein bisschen was machen, und dann wirklich nie in ein Defizit zu rutschen. Und den kaputten Motor vom Auto, den können wir zur Not austauschen oder wir kaufen uns gleich ein neues. Ja. Aber unseren Motor oder unsere Leber, die können wir nicht austauschen. Danke, ganz herzlich, lieber Volker. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lebensverlängernde und lebensqualitätssteigernde Maßnahmen, die wir alle treffen und machen dürften, haben wir gut dokumentiert jetzt über diese 2 Sendungen, Selen und Q10. Eben Zink war auch noch erwähnt drin und Eisen wurde darin auch erwähnt. Das sind 4 Parameter, die wir echt mal testen dürfen, alle 3 Jahre, wie wir heute gehört haben, mal zu testen, zu schauen, wo ihre Werte stehen. Selbstverständlich nicht vergessen, D3 und Omega-3 ebenfalls noch mitzutesten. So, das war's. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.